Hallöchen und herzlich willkommen zurück im Dschungel-Dungeon. Hallihallo, ihr Lieben. So, wir sind in der letzten Folge hier losgedüst in den Dschungel-Dungeon rein. Wir kennen beide den Weg nicht mehr so richtig, obwohl wir hier schon tausendmal drin waren, aber man hat so viele Karten gespielt und getestet und gemacht. Deswegen dauert das bei uns ein bisschen länger gerade. So. Nachladen. Direkt unter uns. Ah. Muss ich nachladen. So, wo denn noch? Direkt unter uns. War jetzt aber Ruhe hier. Kann ich nachkommen? Jo, ist Ruhe. Gut. So. Ist eine Treppe. Wir mussten die Treppe runter, ne? Ja. Meine ich schon. Das sieht schon mal gut aus. Glaube, ich weiß, wo wir jetzt sind. Wie gesagt, Leute, man hat es ja alles schon mal gespielt, aber. Aber so ist auch nicht schlecht, so kann man das alles nochmal neu entdecken. Teilweise. Und wie viel Metall hier rumliegt, ne? Ah, Fledermäuse. Will nicht krank werden. Auch nicht. Ach, wir haben das schwache Heilmittel vergessen, ne? Ja, dieses Grüne, ne? Aha. Ja. Jetzt, wo ich die Fledermäuse gesehen habe. Die mir wie Schuppen von den Augen. Nicht schlimm, Jim. Deswegen esse ich ja auch noch nichts, obwohl ich schon fast halb runter bin, damit ich mich besser heilen kann. Ja, Denn ich bin noch nicht halb runter. wenn du satt bist und dann was isst, das bringt dir nichts. Ja, da hinten flattert was. Hinter der Brücke. Ja, krieg ich so nicht. So, Tech-Oberteil habe ich ja noch an, ne? Ja. Ja. Die Halle hier, ne, die finde ich so klasse gemacht. Ja. Ich finde überhaupt, das ganze Dungeon ist total klasse gemacht. Also finde ich eins der besten und aufregendsten Dungeon von ganz Ark. Muss ich ja so sagen. Ja, fällt immer runter. Ne? Ja. Also ich finde es echt klasse gemacht hier. Vor allem wenn man dann schon Tech hat, ist das noch schöner. Oh. Wenn man nirgendwo so leicht runterfallen kann oder so. Ich hole mal eben Loot. Mach das, ich warte hier noch. Normal braucht man hier, wie gesagt, Leute, 1000 Grappling Hooks. Das ist, ne? Kommt man so normal nicht drum rum. Hier über diese Pillar hier, also das ist Wahnsinn, da drüber zu fliegen. Mit der Grappling Hooks. Standbild. Na klasse. Ach, bin wieder da. Seh dich. Ich bin krank, bleib von mir weg, ne? Ja, ich bin gerade hier irgendwo runtergefallen. Ja, ist Ah, ich jetzt. bin auch krank. Komm hier nicht mehr hoch. Ich habe schon gestampft. Alles erledigt? Ja, nicht zu mir kommen. Ich bin krank. Ja, ich auch. Wenn wir jetzt wieder zusammenkommen, dann stecken wir uns jedes Mal neu an. Aber die Halle sieht echt klasse aus, Leute. Bleib hier erstmal stehen, ne? Ja.
Also ich finde die Halle klasse. Ja. Sieht ja auch klasse aus. Hallo, stirb. Ich weiß noch nicht mal, wo du hinschießt. Da vorne ist so eine Fledermaus an der Wand, aber die ist wohl in der Wand. Schrot. Nö. Okay. Sammeln hier oben mal den Loot ein. Ich hab noch 40 Sekunden. Jo. Jetzt kann ich nämlich was essen, damit ich mich wieder heilen kann. Ja, so viel heilen kann ich mich dann nicht, weil ich habe noch nicht so viel Hunger. Ja, aber ich find's. Ich finde das hier echt klasse, ich kann es immer nur wieder sagen. Ja. Ist es ja auch, ich finde das echt toll gemacht. Ja. Ach, komm. Letzten Sekunden. Ah. Werde ich eben was fordern. So, ich komme dann mal zu dir hoch. Ja, ich bin auch nicht mehr am Husten. Also, ich würde dann mal den roten Loot einsammeln. Da unten. Oh, ich sehe den gerade nicht. Da. Achso, da ist der Pinöppel davor. Deswegen habe ich den jetzt. Jo, fall doch wieder runter, du blöde Kuh. Also wirklich. So. Jetzt da an der Brücke. Ja. Ohne dürfte ein bisschen dunkel sein, ne? Aber ich versuch's mal. Vielleicht kriegen wir ein schönes Thumbnail. So. So, und an einem Kopf, da waren so Lavaströme und da konnten wir an einer Seite rein. Da vorne. Ich hab's. Da konnten wir rein. Folgst du mich? Ich folge. Oh! Wieder ein Stück runtergefallen. Ich bin im Eingang. Ja, Moment. Ach, bin da. Sehr schön. Nachher bei diesem kleinen Lavasee, sag ich mal, da ist auch, da bin ich am Anfang so oft kaputt gegangen. Mhm. Weil ich da versucht habe, drüber zu springen natürlich, ne? Da unten kraucht noch irgendwas. Sehr schön. Ich lade immer, wenn es irgendeine kleine Pause gibt, lade ich immer nach. Mhm. Weil nicht, dass dann gerade der eine Schuss oder die zwei Schuss dann fehlen. Naja. Da hat man dann echt, da ist man sich dann echt am Ärgern. Siehst du, und da ist das Artefakt schon. Mhm. Und hier müsstest du dann rüberspringen, ne? Gott. Ja. Ach so, müssen wir dran denken, wenn wir rausgehen, dass ich mal die Koordinaten zeige. Mhm. Macht Sinn. Ich licht gar nicht an. Doch, das ist so dunkel. Meinst es gar nicht an? Doch, okay. Meinst es an? Ja. Die Fackel bringt auch nicht viel, ne? Bei mir schon. Das ist jetzt hier, wo wir stehen. Dann düsen wir da mal rüber. Okay. Sammeln wir am besten beide ein, das Artefakt, ne? Mhm. Vielleicht kann ich ja hier ein schönes Foto machen mit dem Artefakt. Wenn du dich daneben stellst, kriegen wir bestimmt ein tolles Foto hin. Jo. Jo. Kommst auch nicht näher ans Artefakt dran, ne? Nee, dann rutsche ich eher nach hinten. Ja. So. Das hätten wir. Dann sammle ich erstmal das Artefakt ein. Trinken könnte ich aber schon mal was. Kein zweites? Hallo, das spawnt immer
zweimal die Dinger, oder nicht? Bis jetzt eigentlich immer, ne? Ja, dann, wir müssen ja hier wieder rauskommen. Ja. So, jetzt waren, glaube ich, irgendwo an der Wand waren Kristalle, die man wegkloppen musste und dann konnte man durch. Da hinten sind Kristalle. Ist das da? Das könnte sein. Ich glaube schon. Soll ich nachkommen? Ja, mach mal. Ja, da steht auch, dass der Boss quasi bereit macht. So, ich schmeiß das aber mal eben raus. Ja. Ja, du hast ja schon die ganzen Loots eingesammelt. Ja, ja. Wir müssen ja gleich noch viel Kristall wegschlagen. Wenn wir uns oben da drauf stellen. Weißt du noch, wo ich meine? Ne, gar nicht mehr. Tja. Dann zeigt er dir das gleich. Da müssen wir nämlich ganz schnell hochfliegen, wenn du reinkommst, rechts oben. Ja, das schnell ist dann ja so eine Sache, ne? Ja, weil wenn der Boss da ist, dann hast du ansonsten Zappen. Ne, warte, so. Ich mach das lieber hier mit. Aber ich meine, im Tunnel kam nichts. Aber ich bin mir da nicht sicher. Ja, hier hinten mussten wir dann wieder freihauen. War ja klar. Ich leuchte dir. Nix. So, und da rechts vorne, siehst du die ganzen Kristalle da oben? Nein, ich sehe gar nichts da vorne. Ach so, weil da müssen wir hin, weil jetzt kommt nämlich der Golem. Versuch dir einfach hinterher zu fliegen. Oh, ich habe keine Hose an, ich kann nicht schnell fliegen. So ein Rotz. Und ich bin fast überladen. Na, 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 na. Also von hier oben. Jetzt sehe ich die Kristalle. Ja. Kann man am besten runterschießen, ohne dass er einen kaputt macht. So. Und hier sammeln wir dann nämlich auch die Kristalle eben ein. Weil die sind nur störend. Was ruckelt gerade? Ja, pass auf, dass du nicht runterpulst, ne? Reicht das? Ich sehe es nicht. Ich lad gerade aus, sonst kann ich nicht mehr laufen. Sammel den Rest mal weg hier. Ja. So, auch noch wegschmeißen. Den Dings musst du dann nachher lernen, ne? Den Boss. So, kam der Boss jetzt oder mussten wir unten sein? Ja, das ist nicht. Weil ich, was ich jetzt gerade nicht so wahne viel sehe. Ja, dann gehe ich mal runter. Mhm. Ja, wenn ich denn das Standbild habe, ist scheiße, ne? Ja, ob dann der Boss kommt. Hallo Boss. Weil wenn wir den besiegt haben, können wir den Boss looten und hier drumrum kommen auch noch Loots. Hallo? Normal kommt ein Lava-Golem. Da ist er. Hallo erstmal. Fang schon mal an, ne? Ja, mach mal. Mal gucken, ob ich mit der... Snipergewehr, ob ich da mehr Schaden mache. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Unter mir. Nö. Mache ich auch nicht mehr Schaden mit.
Ja, da machst du mit der Pumpgun mehr. Aber ich habe nur noch 60 Schuss Pumpgun, deswegen. Ach warte, ich hab doch noch eine Alternative. Wie viel macht die denn? Ach, wie süß. Das war ja mal gar nichts. So irgendwie. Wenn ihr oben steht, seid ihr einfach ziemlich safe. Nur immer mal zurückgehen, wenn er wirft. Ansonsten bleibt hier oben ziemlich safe. So wie er jetzt gerade steht, dann wirft er nur vor die Kante. Ja. Wenn er natürlich komplett in der Lava liegt, gleich wenn er hin ist, dann sammeln wir nur die Loots außen drum rum ein. Ne? Weil außen drum rum müssen gleich ganz viele rote Loots kommen. Oh, Garter. Da hat er mich aber erwischt. Renne. War das nicht? Ja, dafür habe ich ja, ne, dass ich gegenfuttern kann. Die Sau! Ja, gib's ihm! Hat mich angezündet. Sieht aber auch kein Lebensbalken, ne? Du? Oh, ist hin. Nicht in die Lava, nicht in die Lava, nicht. Doch, in die Lava. Okay. Okay. Moment, ich muss eben nachladen und dann komme ich erstmal zu dir. Ja. Und hier oben brauche ich, glaube ich, kein Bild machen. Das sieht nicht so toll aus. Ich versuch's mal, aber. Ich denke, das sieht nicht so toll aus. So. Dann ist man nach unten. Pass auf, dass du nicht in Lava reindröhnst, ne? Ja. So. Bei dir. Und dann Loots einsammeln. Okay, ich gehe auf die andere Seite noch. Ja. Ja, ich muss gucken, wie viel ich noch tragen kann. Ja, warte, dann komme ich mit damit. Nee, mach. Mach du mal erstmal. Ansonsten muss ich dann mal aussortieren. Mhm. Also mit Tech ist das ja wunderbar. Du brauchst nicht 1000 Grappling Hooks und ne. Oh, eine Spitzhacke mit 262. Ich habe einen verbesserten Speer gefunden. So. Huch! Wäre ich fast in die Lava gefallen. Ja, pass auf, das wollte ich gerade sagen. Pass auf, dass du nicht runterpulst oder so. Sind noch irgendwo Loots, nö, ne? Also bei mir hier ist noch einer, ansonsten sehe ich keinen. Ja. So. Ich denke, das war's dann hier drin. Ich komme dir mal ein Stück entgegen. Ja, ich würde ja gerne ein schönes Bild von dem machen, aber hier ist so viel am Wabern und alles. Und ja. Das gibt kein schönes Bild. Egal. Dann lass uns mal rausgehen. Wenn ich wüsste, wo der Ausgang macht. Da, wo die Treppen sind. Ja, du bist schon dran vorbei. Ach, die Treppen. Ach, die hinten sind noch welche. Du brauchst doch auch noch ein Artefakt. Naja. Ja. Moment, ich muss mal eben was essen. Aber man darf nicht sofort hoch, ne? Ansonsten, Zum Glück reicht es aus, wenn einer runtergeht, ne? Ja. So, und hier müssen wir wieder durch. Dann hoffe ich mal, dass das Artefakt wieder da ist. Ja. 57 Minuten, dann kann man den noch mal machen. Mhm. Ja, das Artefakt ist wieder da. Moment. Mach langsam. Nicht, dass du in der Lava fällst. Ja, deswegen. Hallo. Hallo. Oh. Jetzt ist es mir.
So, und da ging es wieder raus. Oh. Da. Denk dran, die Viecher können wieder nachgespawnt sein, also, ne? Ja. Deswegen ist mir immer ganz lieb, wenn du vorgehst. Warte, Wir ich haben muss erst landen. So. zwar extra die Leichen da gelassen. So, ich ziehe mir jetzt erstmal das andere Oberteil wieder an. Wegen Weil der das Rüstung und ist, so. ja, deswegen, weil mehr Rüstung. Gleich durch die Halle durch, da müssen wir natürlich wieder den Boost anziehen. Warte. Dachte, ich hätte was gehört, aber das. Die Lava und so. So. Ja, hier müssen wir dann wieder, ne? Alles anziehen. Manchmal das Oberteil umziehen. Ja, meine ich ja. Hat sich ja Bahne gelohnt, das Wechseln, ne? Aber egal. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig gewechselt. So, dann ab zum Ausgang. Och, der rote Loot ist wieder da. Den sammle ich natürlich ein. Hilft ja nichts. Warte, ich versuche auch mit auf die Plattform zu kommen, sonst finde ich die Hörer nicht wieder. Okay. Weißt Und auch nie, und ihr das war eine Orientierung. Hose mit 930. Ach so, wir haben ja die Ghillie-Hose an, ne, wegen der Wärme. Die hat natürlich nur 419, ne? Ich habe gerade eine fertige Hose eingesammelt mit 930. Tü-tü. Nicht schlecht. Und über die Pinüppel da vorne, ne? Ja, ich kann immer eben sagen, was wir gefunden haben. Also, überragende Lanze mit 126. Lanze benutzen wir eigentlich nicht, ne? Dann Bauplan für Equus-Sattel, Pferdesattel, 283,9. Also da lohnt sich doch ein paar Pferde zu holen. Parasaurus-Sattel mit 137. Ja, so ein Stoffhandschuh fertig. Mit 37. Oh. Ein Bogen. Ein Bauplan. Mit 682%. Boah, Ja. cool. Triceratops-Sattelbauplan mit 201%. Fertigen Sattel von Terzi mit 300. Haben wir auch noch nicht Terzi, ne? Ja. Für einen Bär haben wir mit 239 einen Bauplan. Eine fertige Pistole mit 430. Bauplan für diese Handbinde oder was das ist. Mit 105. Das ist nicht schlecht dafür, ne? Dann haben wir noch von Lederhose mit 311. Schuhe fertig, Metall 701. Oh, mit über 1400 Haltbarkeit, ne? Ja, dann Bauplan für Pickel mit 262. Dann haben wir noch Chitinstiefel mit 373. Plattform für ein Paracer. Mit 214. Dickes Onkel. Ja, und halt die Hose mit 930. Oh, hat doch was. Tja. Hatte ich mir bei Plattform hatte ich schon gedacht, ne? Aber nö. So. Dann fliegen wir raus, ne? Wo waren jetzt diese Knöppel? Da. Ich sehe es. Vor Mir allem man die muss den. ganze Tech-Rüstung jetzt nicht wieder abschmiert. Ja, man muss den ganzen Weg hier rum. Also da bin ich ja echt froh, dass wir die Tech-Rüstung haben, muss ich ja so sagen. Da ist die Treppe. Mich hier oben zwischen das Gemüse.
Ja, ich bin jetzt auf der Treppe. Da bist du. Hat noch irgendwas hinter mir. Oh, ich muss nachladen. Ja, ich war auch gerade am Nachladen. Tut mir leid. Dann musst du sagen, dass du nachladen musst. Sonst verlasse ich mich drauf, dass du schießt und bleib stehen. Ach je. Ja, jetzt zieh ich mir die Flügel wieder an. Schuss. Müssen wir ja nicht mehr hüpfen, ne? Nö, ich meine nicht. Moment. So, fertig. Aber bei sowas, da musst du dann sagen, dass du nachladen ja. musst. Ich war eher drüber geschockt, dass ich irgendwas hinter mir hatte. Irgendwas höre ich brummen hier. Also irgendwo ist hier ein Loot. Da oben müsste ein Loot sein. Haben wir den denn vorhin gar nicht gesehen? Dann? Also nicht. Hallo, stirb! Das Ding ist unverwundbar. Boah, da habe ich aber jetzt drauf gehämmert und. Ja, ich auch. Ich habe zwar gesehen, dass ich getroffen habe, aber. Da ist ein Loot, siehst du. Oh, das glaubst du nicht. Also das ist wieder ein Bauplan, den heben wir auf jeden Fall auf. Für eine normale Pistole, ne, die macht ja mehr Schaden als die Fabricated, ne? 743,3% Waffenschaden. Wow. Ja, die macht ja dann 1000 oder 2000 Schaden bei unseren Einstellungen. Also das ist Hammer. Jo. Na, Kaki, du passt hier auf, ne? Genau. Lebt er noch? Ja. Okay. Du kannst aber hier nicht. Ups. Du kannst aber hier nicht tamen drin. War ja klar. Ja, weil Höhle und so. So. Müssen wir nur noch raus und dann. Und dann sammeln wir noch ein paar Dingelings ein auf dem Rückweg. Dingelings? Ja, sag mal schnell hier Artefakte. Achso. Ich wollte hier den. Na, wo denn? Hier in der Wand oder hinten am rausgehen. Mal gucken, ich sehe es aber nicht. Also hinter mir ist nichts. Nachladen. Ja. Lese nicht. Da unter mir komme ich nicht ran. Alles gut? Hier? Ah, ja, denkst du. Wo denn? Ich sehe nichts. Da. Oh, wirklich? Ich hab Standbild. Ja, ich hab dich gerade, ne? Du hast mich getötet. Du hast mich erschossen. Ja, ich hab's gemerkt. Ja, bringst mein Zeug mit raus? Ach nee, brauchst... Du hast doch Grabstein. Brauchst du nicht, stimmt. Respawn bei Sumpfbett.
Da. Lass mal das Viehzeug hier wegmachen. Ja. Gut, dass wir keine Shadowmans mit hatten. Also ich will ja nichts sagen, ne? Aber ich bin schon draußen. Das ist schön für dich. Ja, du musst... Oh, jetzt habe ich die ganzen Skins drin. Du musst nur den Weg zurückgehen. Habe ich auch noch Standbild. Oh, Fledermaus, hau ab! Ist mir so auf den Keks. Ach, meine Ghillie-Hose ist kaputt gegangen. Die hast du jetzt mit voll weggeschossen. Tut mich, sorry. Ich hab Standbild. Ja, passiert. Paschiert, würde ich sagen. Schieß mir die Hose so lange an. Ach, stirb doch endlich. So, bis Mini da ist, sortieren wir mal hier. Kann ja, denke ich mal, nicht mehr so allzu lange dauern. Ich hoffe doch nicht. Ach, wisst ihr was, Leute? Bevor wir jetzt hier Stunden, die paar Minuten auf Mini warten, sag ich mal, sagen wir von hier aus, weil wir sind ja schon raus, sagen wir Tschüssikowski.